Yo, Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Da gibt es wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Pietro Lombardi, nur ein Tanz. Official Video, gib ihm. Ich wollte dich etwas fragen, es verschlägt mir grad den Atem. Sag, schenkst du mir den einen? Nur ganz kurz, Leute, bevor die Reaction anfängt, will ich eine Sache loswerden. Und zwar Pietro Lombardi, als er damals bei DSDS als Kandidat war, das war wirklich das einzige DSDS, was ich mir wirklich reingezogen habe, komplett. Und ich muss euch eine Sache sagen, ich erinnere mich noch voll gut, als er in diesen Recall reinkam. Und ich schwöre euch, ihr braucht mir das nicht glauben. So, ihr müsst mir das ehrlich nicht glauben, so, aber ich erzähle euch, ich war von dem Zeitpunkt, ich so, boah, der Typ muss auf jeden Fall gewinnen. Also ist echt heftig, wo er heute ist. Ich kenne den schon so lange, seit 8, 9 Jahren, ey. Nur den einen Tanz mit dir. Komm, lass es uns riskieren. Was hast du zu verlieren? Komm, schenk mir diesen einen Tanz mit dir. Babe, frag nicht wieso. Ey. Geil, geil. Also am Anfang war es so schön ruhig, hat so schön, war eine schöne Einleitung und jetzt. Jetzt geht's schön ab. Ich hatte so die Befürchtung, bitte sag mir, das ist jetzt kein langsamer Song oder so, weil bei ihm feiere ich diese, er hat diesen Style, so er kann gut Richtung Party-Hits gehen. So, er hat diesen Style einfach dafür. Komm, schenk mir diesen einen Tanz mit dir. Baby, frag mich wieso. Oh. Boah, diese Beatdrops, ne? Ich weiß nicht, wer das produziert hat, aber schöne Arbeit da geleistet. Also wer bei dem Song nicht mit dem Kopf nickt oder einfach sich bewegt, so, der hat keine Ahnung. Nein, Spaß, Musik ist Geschmackssache, so. Also ich höre ja persönlich nur Deutschrap. Also was heißt nur Deutschrap? Auch ab und zu anderes. Aber sowas zum Beispiel höre ich selten, aber ich finde, er hat es echt gut drauf. Also mir gefällt seine Stimme sehr. Ich weiß nicht, was genau an seiner Stimme mir gefällt, aber er hat irgendwas, was ihn unterscheidet. Ich kann es euch aber ehrlich nicht genau sagen. Mir gefällt diese Stimme. Hey, ich kann dich verstehen. Wir haben uns noch nie gesehen. Du hast mir den Kopf verdreht. Wie kann man nur so gut aussehen? Alle Augen gehen auf dich, weil du die Schönste bist. Deine Blicke verwirren mich. Was ich auch sagen kann, so, er geht so gut mit seiner Stimme auf jeden Fall auch hoch so und diese Beatdrops und so kommen und knallen schön rein. Der Song heißt Nur ein Tanz, natürlich, Musikvideo, achte ich sehr drauf, ob das einen Bezug zum Titel und Video hat, wird auch getanzt in dem Video so. Irgendwas wollte ich gerade sagen, habe ich vergessen. Baby, ich will dich nicht belabern, wie die Versager, die schon mal da waren. Die nicht klar kam, denn du bist High-Class, weil du Style hast, Baby. Ich wollte dich etwas fragen, es verschlägt. Also ey, diese, was ist das im Hintergrund? Ist das eine Flöte? Ich weiß nicht, aber der Beat, ne? Der Beat ist ja mal gar kein Mainstream-Beat. So in letzter Zeit, wir hören nur noch Mainstream-Beats, aber sehr, 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 sehr schöner Beat. Stimmfarbe gefällt mir sowieso. Und auch die Reimkette, die er gerade da genutzt hat. Ich will nicht labern. Kein Palaber, klar kam, war auf jeden Fall eine gute Reimkette. Ich wollte gerade sagen, schenk mir nur den einen Song mit dir, alles klar so, aber zum Musikvideo kann ich nur eine Sache sagen, so, wisst ihr, was mir persönlich noch mehr gefallen hätte, wenn der, so als kleiner Vorschlag, so vielleicht, hier, das ist ja, hier sind ja nur die beiden zu sehen, ich fände es cooler, wenn da so sehr viele Leute wären und man würde, aber die beiden wären im Mittelpunkt, aber es wären so, würden so viele Leute tanzen und Pietro geht so und nimmt sie und tanzt mit ihr, fände ich ein bisschen, wäre besser, aber ist jetzt nur ein kleiner Kritikpunkt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, die tanzen da doch sogar mit Leuten. Wurde das vorher auch gezeigt? Bitte sag nein, weil jetzt das wäre sonst peinlich, da ich nicht drauf geachtet habe. Nein, wurde nicht gezeigt, ne? Oh mein Gott, Junge, Junge.
Ich ziehe mir das gerade zum ersten Mal rein, ne? Ich werde einfach Videoproduzent. Ich habe einfach Ahnung, Mann. Ich habe einfach Ahnung. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Da, das habe ich gesagt. Komm schon. Zur Hook habe ich noch gar nichts gesagt. Das ist ja die Hook, die wir da hören, dieses Komm schon. Alles klar. Das ist so, die Hook gefällt mir sehr. Ich feiere seine Stimme, habe ich zum tausendsten Mal gesagt. Aber was ich noch auf jeden Fall sagen kann zu ihm ist, so, ich finde einfach, er kommt für mich als Mensch sehr real vor. Wird gerade ein bisschen deep, ne? Aber er kommt mir sehr real vor. Vor allem, wenn ich ihn mir angucke, wie er bei DSDS in diesen Recall reinkam mit so einem Keyboard und so. Und ihn mir heute angucke, kann ich eine Sache sagen, der Typ hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Durch es hat Cash, hat Fame, aber er hat sich nicht verändert. Deswegen feiere ich ihn auch so. Und ich lieb den Duft, den du hast. Girl, was du mit deinem Booty machst, ist nice. So nice. Sag, willst du denn irgendwann wie mich? Wenn dein Spiel doch immer ehrlich ist. Komm, ich leg die Karten auf den Tisch. Aber, das meine ich ja. So nice, boah, wie kann man es erklären? Dieses Zittrige, dieses Wackeln in der Stimme, das haben so, so wenig Leute einfach drauf. Aber er geht damit sehr professionell um, und es ist voll easy für ihn. Und das unterscheidet ihn, finde ich. Er kann gut mit den Tönen spielen. So, gefällt mir sehr. Ich will dich nicht belabern, wie die Versager, die schon mal da waren, die nicht klar kamen. Denn du bist high-class, weil du Style hast, Baby. Ich wollte dich etwas fragen, es verschlägt mir grad den Atem. Sag, schenkst du mir den einen, nur den einen Tanz mit dir. Komm, lass es uns riskieren, was hast du zu verlieren? Komm, schenk mir nur. Ey, genau das sage ich einfach. Genau, ich sage einfach so, warum sind da nicht mehrere Leute, die alle zusammen tanzen? Auf einmal, das kommt einfach. Also ich bin gerade begeistert von mir selbst. Bin echt begeistert von mir selbst. Also ist ein schönes Musikvideo geworden, auch wo dann diese Beatdrops reinknallen und dass dieser Tanz dann auch schnell wurde, dass sie darauf geachtet haben, finde ich sehr gut. Und zwar, wenn diese Beatdrops reinkommen und Pietro da einfach nur steht und singen würde, fände ich das langweilig. Aber dann kommen so Tanzbewegungen, schnelle, das Video verschnellert sich. Also Musikvideo, der Beat, der Text in Kombination, feier ich. Feier ich. Ich hoffe, das wird ein Hit für ihn. Also ich gönne es ihm sehr. Ich gönne es ihm wirklich vom Herzen sehr. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich habe jetzt schon ein Ohrwurm bekommen. Ich schwöre, ich habe jetzt schon ein Ohrwurm bekommen. Ich will nicht mal pausieren. Ich muss aber pausieren, weil ich Angst habe, dass gesperrt wird so. Aber ich achte gerade gar nicht mehr auf Pause und so drücken, ne? Aber gefällt mir. Song gefällt mir, seine Stimme gefällt mir, Video gefällt mir. Beat, ne? Zu dem Beat haben wir jetzt nicht viel gesagt, aber Beat ist mal übermäßig gut gemacht hier vom Produzenten. Sehr, sehr schöne Arbeit geleistet. Auch diese doppelten Stimmen, die man manchmal hört, am Ende von einer Line von ihm. Und dann somit wird das nochmal zum Ausdruck gebracht. So dieses mit dir zum Beispiel. Aber gut, finde ich auch, weil ich finde, also, ey, ich habe keinen Kritikpunkt. Ich habe keinen Kritikpunkt. Es beginnt langsam mit einer schönen Einleitung, es knallt schön rein im Hauptteil und am Ende verschwinden nochmal diese Beatdrops, es wird nochmal ruhiger. Ein Zeichen ist so, es wird deutlich, dass jetzt das Ende kommt, so. Top, alles top gemacht, professionell, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, gefällt mir.
Okay, Leute, so, ich packe euch natürlich auch diese Links rein, falls ihr euch das, ich weiß gar nicht, ja, falls ihr euch das kaufen wollt auf iTunes und so. Natürlich, Support ist kein Mord, gönnt euch auf jeden Fall, Leute. Ich packe euch auch das Originalvideo rein. Also, der Junge hat es auf jeden Fall verdient, gefällt mir sehr, sehr gut so. Er soll einfach so weitermachen. Ich hoffe, euch hat diese Reaction gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Abonniere jetzt meinen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aktiviere die Glocke, das war's. Macht's gut, haut rein und ciao!